Herzlich willkommen, Dr. Michael Espendiller. Herzlich willkommen in Solingen. So, dann von meiner Seite aus erstmal ein herzlich willkommen, dass Sie da sind und auch im Saal geblieben sind. Selbst wenn Sie eher linker Gesinnung sind, wir haben ja heute einen Bürgerdialog. Ich freue mich immer darauf, nachher in der Fragerunde auch gerne kritische Fragen zu beantworten. Nachher wollen wir die Debatte führen mit allen Leuten. Ne? Das ist nämlich auch Demokratie. Vor der Wahl hat man immer gesagt, sobald die AfD dann in den Bundestag einzieht, dann wollen wir sie inhaltlich stellen. Ehrliche Antwort, ich warte da heute immer noch drauf. Und man sieht auch, man möchte sich ja nicht inhaltlich mit uns auseinandersetzen, sondern brüllt ein bisschen rum und geht dann raus. Das möchten wir nicht. Dann, ich komme mal kurz zu meiner Vorstellung. Ich bin Michael Espendiller, 30 Jahre alt, Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung, Technikfolgenabschätzung und für die digitale Agenda. Bin Mathematiker, habe promoviert in Statistik und Datenanalyse. 2013 bin ich in die Partei eingetreten, damals zu Zeiten der Euro-Rettung. Die Partei hatte damals auch in einem der Kernpunkte das Thema Volksentscheide und direkte Demokratie. Das war einer unserer Gründungsideale. Und damals war das so, zur Euro-Rettung hat man in Zypern Sparguthaben enteignet. Das müssen Sie sich so vorstellen, Zypern hatte ja die Euro-Krise, hatte Finanzprobleme. Und dann hat man schwuppdiwupp entschieden, einfach 6,75% aller Spareinlagen zu enteignen von den Bürgern. Das müssen Sie sich so vorstellen, am Donnerstag gucken Sie auf Ihr Konto, da sind 1.000 Euro drauf. Gehen dann Montag zum Bankautomat, sind nur noch 930 drauf. Und das Ganze passiert, ohne dass sie gefragt werden. In Zypern wurden die Leute nicht gefragt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Ding fand ich unmöglich. Deswegen ich gesagt habe, ich engagiere mich jetzt politisch und bin in die Partei eingetreten. Das Thema direkte Demokratie ist auch eins der Kernpunkte, die wir in der Bundestagsfraktion immer machen. Ich komme gleich nochmal zu zwei Anträgen, die wir da gestellt haben. Ich möchte aber erstmal so im Grundsatz darüber reden, warum das extrem wichtig ist. Damals zur Euro-Rettung, man hat sich jetzt entschieden, dass der deutsche Staat, sprich Sie als Steuerzahler, mehrere hundert Milliarden Euro Haftungsrisiken übernehmen, um den Euro zu retten. Man hat im Prinzip mit Ihrem Steuergeld gezockt. Das Ganze hat man gemacht, ohne Sie überhaupt zu fragen. Man hat das kurzerhand innerhalb von einer Woche im Bundestag durchgewunken und Sie konnten hier nicht mitreden. Das Ganze ist auch passiert bei der Grenzöffnung 2015. Da hat Frau Merkel in einem Alleingang entschieden, die Grenzen zu öffnen. Wir wissen, was dann passiert ist. Es sind über 1,4 Millionen Einwanderer nach Deutschland gekommen, mit den ganzen negativen Konsequenzen im Bereich innere Sicherheit, Stabilität der Sozialsysteme. Und ich bin auch froh, dass wir mit Jörg Schneider hier auch einen unserer Sozialexperten hier nachher auch im Bürgerdialog haben. Das Ganze hat man auch wieder gemacht, ohne Sie zu fragen. Man hat es über ihre Köpfe hinweg entschieden und sie müssen jetzt mit diesen Konsequenzen leben. Und wenn man sich darüber beschwert, wenn man sagt, man möchte das nicht, das haben sie vorhin gesehen, was dann passiert. Man hetzt die Truppen gegen sie auf. Das Ganze passiert auch bei der Dieselabschaffung. Die Europäische Union hat den Grenzwert für NOx gesenkt immer wieder. Unsere Dieselindustrie, eine der führenden Industrien, die wir in Deutschland haben und auch weltweit, was unseren Wohlstand und unsere Finanzmittel sichert, das schafft man jetzt so nebenbei ab. Und auch hier wieder werden sie nicht gefragt. Das macht man einfach. Ihr Dieselauto ist bald weniger wert, weil sie es nicht mehr verkaufen können, weil sie es nicht mehr fahren können, weil sie nicht mehr in Innenstädte kommen. Und sie dürfen hier nicht mitreden. Das wird einfach gemacht. CO2-Steuer, das nächste Thema, sie kommt, alles wird teurer, unser Wohlstand wird gefährdet und sie können hier nicht darüber abstimmen. Das können sie alle 4 Jahre mal machen bei der Bundestagswahl. Ansonsten dazwischen werden sie nicht gefragt. Das wird einfach so gemacht. Und wir als AfD sagen ganz klipp und klar, das wollen wir nicht haben. Wir wollen Volksentscheide einführen. Wir möchten das Grundgesetz ändern, dass sie regelmäßig gefragt werden können, dass sie selber entscheiden können, was mit ihrem Geld passiert, welche Gesetze sie haben wollen, dass sie selber das Kommando überleben haben. Das ist das, was wir wollen. So, ich hatte es gerade erwähnt, wir brauchen eine Grundgesetzänderung dafür. Das heißt, im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit. Deswegen der Kollege Haug und ich. Kollege Haug ist ein Abgeordneter aus Köln von uns. Wir haben uns dann überlegt, wir stellen einen Antrag auf Gründung einer Enquete-Kommission direkte Demokratie. Was wir wollten, ist also so eine Art Arbeitskreis, wo alle Fraktionen zusammensitzen, aus jeder Partei einer oder zwei. Und wir diskutieren dann ein Modell über Volksentscheide, über direkte Demokratie, das möglichst viele Leute im Parlament mittragen, weil wir brauchen die Zweidrittelmehrheit. Das Schöne ist, fast alle Parteien haben ja im Wahlprogramm drinstehen, dass sie Volksentscheide möchten. Bis auf die CDU haben es alle drinstehen.
Insofern haben wir gedacht, gut, dann setzen wir uns zusammen, weil wenn man das Wahlversprechen im Vorfeld gegeben hat, dann halten sich bestimmt alle daran. Rückwirkend eine naive Vorstellung von mir. Was haben wir gemacht? Wir haben also diesen Antrag gestellt im Bundestag. Wir möchten jetzt eine Enquetekommission gründen. Und ich wiederhole mal kurz so ein bisschen, was in der Debatte dann gesagt wurde. Die Linken haben auf uns draufgehauen und haben gesagt, wir machen das mit euch nicht, weil ihr habt ja nichts zum Ausländerwahlrecht gesagt. Also die Linken wollten, dass unabhängig von der Staatsbürgerschaft, nachdem man 5 Jahre hier in Deutschland wohnt, man auch bei Volksentscheiden mitmachen kann. Da sagen wir als AfD natürlich auf gar keinen Fall, wir möchten das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft koppeln. Und der Staatsbürgerschaft dürfen wir auch nicht verteilen wie Kaugummis am Kaugummiautomaten. Ganz klare Position, die wir haben. So, da war dann mit den Linken also kein Konsens zu machen. Gut, das ist dann so. Die CDU wollte gar nicht, also die lehnt halt Volksentscheide im Grundsatz ab. Sie alle sind gut genug, die CDU zu wählen. Ich hoffe natürlich nicht. Aber dass sie dann über die Sachthemen abstimmen, das möchte die CDU gerade nicht. Ja, da haben wir dann halt einen klaren Kontrapunkt. Die FDP, fand ich am besten, die haben nämlich gesagt, ja, die AfD, ihr seid ja viel zu schnell. Lasst uns doch erstmal klein anfangen. Lasst uns doch erstmal eine Ausschusssitzung öffentlich machen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich Volksentscheid. Wir möchten, dass sie selber über die Gesetze, die Steuern, die sie zahlen, abstimmen dürfen. Da ist die FDP uns zu weich gewesen. Von mir aus, die FDP muss ja nicht in den Bundestag. Die kann ja selber dann die Ausschusssitzung am Fernsehen mitverfolgen, wie sie das ja mit ihnen dann auch machen möchte. Also da haben wir keinen Konsens mit der FDP. Die Grünen haben dann das Thema Minderheitenschutz angebracht. Also die wollten sich auch nicht mit uns zusammensetzen, wegen dem Minderheitenschutz, den wir in unserem Antrag nicht erwähnt haben. Wovor haben die Grünen Angst? Die haben Angst, dass sowas passiert wie in der Schweiz. In der Schweiz hat nämlich das Volk mehrheitlich entschieden, Minarette zu verbieten. Aus meiner Sicht eine gute Entscheidung, weil Religionsfreiheit heißt auch Freiheit vor Religion. Und was ich eben auch nicht möchte, ist von so einem Turm aus angeschrien zu werden in einer Sprache, die ich nicht kenne. Das sagen wir auch ganz klar. Ist jetzt provokativ formuliert, aber Religionsfreiheit findet eben da statt, wo jeder selber betroffen ist und nicht die große breite Masse. Das ist ein Individualrecht. Das hatten die Grünen dann sozusagen eingebracht. Fand ich jetzt auch nicht so gut, das Argument, ja, weil man hätte das ja nachher im Arbeitskreis auch so ansprechen können. Hätten wir gerne mal drüber geredet. So, grundsätzliches Problem, was die Grünen haben, das nehme ich jetzt mal aus Baden-Württemberg. Die Grünen sind ja da in der Landesregierung. Sobald die in der Landesregierung sind, ist direkte Demokratie nicht mehr so wichtig, ja, weil dann hat man ja selber das Kommando. Die haben sich zum Beispiel dagegen gewehrt eine lange Zeit, dass ein Volksentscheid über Stuttgart 21 gemacht wird. Das war die grüne Landesregierung. Also man muss schon sagen, das sind typisch wieder Grünen, das sind Heuchler. Ja, die versprechen ihnen was und wenn sie dann selber an der Macht sind, dann zählt das alles nicht mehr. So, das Ganze... Thema direkte Demokratie und Volksentscheide hat auch die Große Koalition im Koalitionsvertrag reingeschrieben. Das war allerdings auch wieder nicht so klar, sondern die haben dann gesagt, wenn die sich nicht so klar positionieren wollen, dann gründen die immer eine Expertenkommission. Das ist so das Modell. Wenn sie sich inhaltlich nicht äußern, dann sagen sie, wir gründen jetzt eine Expertenkommission, die sagt uns dann schon was. Wir haben eine kleine Anfrage gestellt, wie sieht es denn mit dieser Expertenkommission aus? Also kurz zur Erinnerung, wir haben jetzt diese Regierung seit knapp 2 Jahren. Die Antwort der Bundesregierung war, ja, die Kriterien, welche Experten wir da überhaupt reinschicken, die haben wir noch nicht mal festgelegt. Das heißt, die Expertenkommission, die wissen noch nicht, welche Experten die eigentlich haben wollen. So, ganz klar, die interessiert das überhaupt nicht, ob sie Volksentscheide kriegen oder nicht. Der CDU, der SPD, der ist das vollkommen egal. Man vertagt das bis in die Unendlichkeit. Ja, das ist dann, warum wir Opposition sind, um solche Fragen zu stellen. Weil mich hat es ziemlich schockiert, wenn man verspricht, wir beraten darüber, wir machen einen Vorschlag und die sind noch nicht mal so weit, diese Expertenkommission aus der Taufe zu heben. Was ich Ihnen sagen kann, wir stehen hier als AfD knallhart zu unserem Wort. Wir haben schon Anträge gestellt, einmal diese Enquetekommission zu machen und wir haben auch selber einen Gesetzesentwurf eingebracht, eben Volksentscheid im Grundgesetz einzubringen. Allerdings, wenn ein Antrag von der AfD kommt, wir können beantragen, 1+1=2. Es wird gute Gründe geben, warum die anderen Fraktionen das ablehnen. Was in unseren Augen auch ein bisschen lächerlich ist. Umgekehrt, wir als Bundestagsfraktion fahren hier immer so den Kurs, wenn ein Antrag der anderen Fraktion gut ist, dann können wir da auch schon mal zustimmen. Weil uns geht es darum, die beste Lösung fürs Land zu finden und das ist unabhängig davon, wer eine gute Idee hatte oder wer nicht. Was ich jetzt sagen kann als Fazit, da bin ich auch schon fertig, wir stehen hier zu unserem Wort.
Die AfD wird niemals, und die AfD-Fraktion wird niemals in eine Regierung gehen, das haben wir im Wahlprogramm drin stehen, in eine Regierung gehen, wenn nicht direkte Demokratie gemacht wird. Wenn wir keine Volksentscheide haben, dann werden wir mit den anderen nicht zusammenarbeiten. So, wir haben das große Ziel, dass sie selber entscheiden können, was für eine Politik sie machen. Dass sie auch zwischen den Wahlen, zwischen den Bundestagswahlen, alle paar Monate, Jahre, wie auch immer sie das möchten, selber die Entscheidung treffen können. Sie sind diejenigen, die das nachher alles bezahlen, was beschlossen wird. Sie sind diejenigen, die sich an die Gesetze halten müssen. Dann haben sie auch jedes Recht dafür, selber darüber abzustimmen. Das ist das, was wir als Bundestagsfraktion vertreten. Und dann freue ich mich gleich auf den Bürgerdialog. Danke. Applaus